Willkommen zurück zu einem neuen Overwatch bei uns auf dem Kanal. Unser Suspect spielt auf Dust 2 und hat überhaupt kein Aim. Wie wir hier klar und deutlich erkennen können, hat er gerade einfach nur mit der Glock da reingesprayt. Mal gucken, wie das wird. Wir sind schon in der 16. Runde. Und unser Suspect ist bester im Team. 16 zu 10. Hat aber ein 120er Ping. Naja. Also, jetzt haben wir hier zwei Mitte. Er deckt jetzt hier Short up, geht wieder zurück auf Spot. Ich weiß jetzt nicht, was die Mitte machen. Also, die hüpfen zurück in Mitte. Also, haben sich doch von Short umentschieden. Gucken, was unser Dust machen wird. Ah. Er hat sie also kommen, hören, sehen, ahnen, wie auch immer. Und hat mitgeholfen, beide zu eliminieren. Bis jetzt noch nichts Auffälliges. So wie der am Anfang gespielt hat, bezweifle ich sogar fast, dass der irgendwie was anhat, wobei man ja nie weiß. Hier auch, er hat ihn gesehen, dann angefangen zu schießen, beziehungsweise selbst wenn man das, wenn man den Gegner nicht sieht und bevor man anfängt, also an Pre-Fire, dann hier hat er jetzt auch noch nach Short geaimt, aber es war auch noch in Ordnung. Also was ich sagen wollte, Long, die Ecke, die Pre-Fire hat man normalerweise, weil oft steht da eine Ave oder eine M4 oder sonst irgendwas, Velo Sniper, und die hat da eigentlich den Vorteil, aber wenn man da praktisch schon Pre-Fire beziehungsweise damit ahnt, dass da jemand stehen würde und dann schon vorschießt oder sich darauf gefasst macht zu schießen, dann geht es natürlich einfacher. So, jetzt Sniper da hier. Okay, ist einer nach links, der steht jetzt hier links hinter der Tür. Okay, mal gucken, was er jetzt macht. Er hat daneben geschossen. Oh! Hat da wohl jemand einen Wallhack an? Soeben haben wir gesehen, wie jemand einen Wallhack spielt. Also entweder, was ich überhaupt nicht glaube, war das ein sehr, sehr dummer Zufall. Oder er hat sich gerade gedacht, yo, ist mir zu langweilig, ich schieße einfach mal da durch. Ja, da hat einen Wallhack an. Da kann man nicht durchschießen, Freundchen. Oder? Ich weiß nicht, er hat ihn gehittet, aber ich weiß nicht, ob er ihn da gehittet hat. Also der wird ein Wallhack. Entweder hat er ihn gerade angemacht, oder er war vorher einfach nur zu inkompetent. Und so wie wir sehen, war jetzt gerade auch noch zu inkompetent, der hat einen Wallhack an. Und kriegst nicht hin. Trifft nicht, es ist unglaublich. Könnte vielleicht an seinem Ping liegen. Aber das ist egal. Unser Suspect hat auf jeden Fall an. Ein Wallhack, definitiv. Ist die Frage, können wir noch nach den anderen Sachen Ausschau halten? Ein Aimbot würde ich bis jetzt nicht sagen. Gerade vor allem die Glock-Szene ganz am Anfang. Also, das kann kein Aimbot gewesen sein. So schlecht kann man ja immer spielen, wenn man es vorhat. Und ein Triggerbot, beziehungsweise irgendwie ein Skript, hat er jetzt auch nicht. So, jetzt gucken wir mal, da läuft gleich einer rüber. Ja, der hat auf jeden Fall an, das ist klar. Da hat er auch schon vorgezielt, genau. Und gibt ihm dann schlussendlich noch den Headshot durch die Tür. Jetzt steht er auf, ne, er steht nicht auf K rum. Aber er hat nur noch, also entweder er macht den immer wieder an und aus. Oder nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, er macht ihn an und aus, weil manchmal sieht der Gegner einfach irgendwie nicht und manchmal wartet er wirklich darauf und da ist es auf jeden Fall obvious. Aber so ab und zu. Naja, was mit dem links? Das habe ich jetzt auch zum Beispiel auch nicht verstanden. Warum läuft er da ewig lang? Naja, mir soll es egal sein, ein Wallhack hat auf jeden Fall an. Auch hier, da hätte er vorher schon schießen können. Wenn er schon vorher sich nicht die Mühe gemacht hat, den Wallhack zu verstecken, dann braucht er jetzt auch nicht mehr zu verstecken. Weil einmal reicht mir. Wenn ich einmal eindeutig sehe, derjenige hat einen Wallhack an. Okay, dann kann es immer noch ein dummer Zufall sein, aber dann ist es vielleicht in dem Fall sogar sein Pech. Aber wenn ich der Überzeugung bin, dass dieser eine Versuch oder dieser eine Kill ausreicht, und der am Anfang hat auf jeden Fall ausgereicht. Der jetzt auch wieder. Dann. Und der war noch so dumm zu. Also, manchmal
frage ich mich echt, was los ist. Leute haben schon Hacks und sind dann immer noch zu dumm. So, den hier. Dann hat er wahrscheinlich davor auch schon angehabt und hat halt vorher einfach nur mal vielleicht zwischendrin so ausgemacht oder so. Wäre zumindest eine Erklärung dafür, warum er in der ersten Runde voll verkackt hat. So, ja, viel weiter zu dem Video kann ich eigentlich gar nicht erzählen, zu dem seinem Gameplay. Außer, dass der hier, wie gesagt, sehr obvious am Werk ist. Den hat er natürlich auch noch mitgemacht. Dann wird das ein Ace? Kann das sein? Ne, doch nicht. Wäre kein Ace geworden. Ah, jetzt will er noch Teamkill machen, oder wie? Also, für Griefing kann man auch noch reporten. Das ist gut. Je mehr, desto besser. Da hast du so früh geschossen, mein Freund. Den hat er. Könnte sein, dass er den sogar getroffen hat, aber nur ein Bodytreffer durch die Tür. Das heißt, er wird, weiß, 70 HP abgezogen haben, vielleicht je nachdem, wohin gezielt hat. Ich habe gar nichts mehr ganz genau im Blick gehabt. So, die sind jetzt so, wie es aussieht. Ja, genau, dem aimt er schon vor. Und hallo? Naja, können wir im Hintergrund so weiterspielen lassen. Auf jeden Fall. Und dann war es das auch schon mit dem Overwatch. Also, Zielhilfe, unzureichende Beweise. Das sah mir jetzt nicht nach einem Aimbot aus. Dafür hat er definitiv zu schlecht geaimt. Beziehungsweise, er hat irgendwie jetzt nicht irgendwo auf den Kopf geflickt oder sonst irgendwas. Also, Zielhilfe aus. Sichthilfe auf jeden Fall. Also, so wie er den gerade eben durch die Wand oder dem am Anfang der erste Vorfall durch die Tür. Da ist auf jeden Fall ohne Zweifel, dass er ein Warlock anhatte. Außerordentliche Störung wie ein Triggerbot auch nicht, weil dann hätte er auch getroffen teilweise. Also würde ich sagen, nein. Und Spielbehinderung, ja, er hat einen Teamkollegen abgeschossen. Dann würde ich sagen, dürfte das so passen. Der sollte doch auf jeden Fall seinen Bann bekommen, weil das ist schon ziemlich obvious gewesen, was er da gemacht hat. Also das heißt, die anderen Overwatcher dürften das auch so sehen wie ich. Dann war's das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr anderer Meinung seid oder etwas dazu ergänzen wollt, könnt ihr es natürlich wie immer gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.